Warnung. Vor dem Spielen lesen. Legen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine Pause von 15 Minuten pro Spielstunde ein. Ich habe nichts gedrückt. Okay, ich bin wieder leise. Man soll es doch nie lesen. So eine Kacke. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Far Cry New Dawn. Ein Game, auf was ich mich richtig, richtig krass freue, schon die ganze Zeit. Ich habe mich so geärgert, dass ich Spätschicht habe. Es ist jetzt aktuell 23.36 Uhr und ich hätte am liebsten den ganzen Tag schon gezockt. Vormittags war es noch nicht freigeschalten. Aber na gut. So. Wir gehen erstmal in die Optionen. Hier oben stand ja vor uns gerade, es wäre für meine Hardware angepasst. Das Ganze wollen wir jetzt mal kontrollieren. Ja, nimmt zumindest die richtige Grafikkarte. Ja. Microsoft Basic hat er ja noch. Achso, ich habe gar keine andere drin. Ne? Okay. Wiederholungsrate 60. Höher geht's nicht. Alter, 24. Ein bisschen behindert. Vollbild kann man auch lassen. HDR aktivieren. So, ich guck mal. Achso, jetzt kann man ganz kurz gucken. So. Mal ganz kurz das mal aus. Okay, er nimmt nicht mehr den Monitor auf. Ja gut, müsste man auch daran sehen, dass die FPS umwechseln, ne? Okay. So, Bildschirm 1, ja, scheint ja richtig zu sein. Bildformat 16:9, Menüanzeige 1 für die Mehrheit. Das ist sehr gut, sowas. Vergessen viele, wenn man, so, Kategorie zurücksetzen. Oh, ich hätte gern, ach ja. Qualität. Guck mal, Ultra, wir werden mit Ultra, Schatten, Geometrie, Umgebung, Wasser hoch. Volumetrischer Nebel, Anti-Aliasing, Bewegungsschärfe, nein danke. Aber, lass mal erstmal. Erweiterte Einstellungen, V-Sing. Was aus, unbegrenzte Framerate, was Sortierung für? Wir probieren das mal an. Gucken wir mal. So, und dann begrenzt man natürlich die Frame auf 60 Sichtfeld. Das lassen wir. Adaptive Auflösung. Ja, an natürlich. Achso, nee. Das ist die Auflösung, Skalierung. Das wollte ich ja. Nein. So. Ja, wir können. Okay, wird gerade am Benchmark gefragt. Können wir eigentlich machen, interessiert mich auch. Der war nämlich bei Far Cry 5 schon relativ schick. Mal gucken, vielleicht ist der auch schick. Okay, dann stoppt man direkt nicht mit dem Spiel. Also ich bleibe erstmal hier mit Kamera aus und so, ne? Und dann machen wir einen Benchmark. Da mute ich mich mal und dann kann ich den gleich mit aufnehmen. So, also bis gleich.
So. Herzlich willkommen zu alle, die gerade zwischendurch eingeschaltet haben. Wir testen gerade nur, damit das auch ordentlich läuft. Minimal 32 FPS. Würde man noch einen Durchlauf machen, und zwar wir testen das erstmal so. Wir testen erstmal so. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. Gleich. Körper. Form aus. Captain der Wachmannschaft von Thomas Wash lautet deine Mission, Siedlung in ganz Amerika aufzubauen und zu sichern. Dann nehmen wir sie, oder? Ich glaube, wir haben nämlich auch den weiblichen ultrabösen Protagonisten, der ist nämlich da weiblich diesmal bei New Dawn, deswegen nehmen wir auch mal einen weiblichen Charakter. Die Entscheidung ist endgültig und kann später nicht mehr geändert werden. Okay. Ich weiß, was ich tue. Ich mag Herausforderungen. Entdecker, ich interessiere mich vor allem für dich, und will die Welt auskundschaften. Echt übel. Hört auf zu labern und zeigt, was ihr drauf habt. Ich würde sagen, ich bin auf hart, was dann wahrscheinlich einfach normal ist. Ich denke schon, ja. Mein Name ist Kamina Rai. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Die Überlebenden mussten ein neues Leben unter der Erde beginnen. Oben gab es nur Asche und Kälte und Tod. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Aber ohne uns kehrte da oben das Leben zurück. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Der Anblick brach Mom und Dad das Herz. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden und Wohlstand. Ein neues Zuhause, ein neues Leben, eine neue Normalität. Doch, wie alles in der Welt, war es zu gut, um so zu bleiben. Die Highwaymen kamen aus dem Osten, angeführt von 2 Schwestern, Zwillingen. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Und sie wollten es für sich allein. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles, unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hörten wir den Namen Thomas Rush. Er und sein Captain hatten an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Mom schickte mich zu ihm. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Sie waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Aber es ging alles furchtbar schief. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal-Produktion. Beeindruckend. Das Intro hat mir echt gut gefallen. Scheiße. Wenn wir die Untertitel ausschalten, haben mich im Video ein bisschen gestört. Weil der natürlich immer schön Screenshots machen. Captain, du lebst! Scheiße!
Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Komm jetzt! Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Steh auf, Captain! Steh auf! Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück! Echt mal, lass mich nicht zurück, ne? Sie kommen hierher, schnell! Wir müssen zusammenbleiben, verstanden? Cap, deine große Stunde. Wir müssen uns bewaffnen, unsere Leute holen und einen Weg hier rausfinden. Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Aus dem Wrack kriechen, Story Mission. Aus dem Wrack. Ich dachte, das war's. Jetzt kommt der Waggon mit den Waffen. Machen wir jetzt erstmal Untertitel aus, oder? Nun. Aktuell haben wir 59 FPS. Das sieht schon ganz gut aus. Achso, das funktioniert ja auch. Und deaktivieren die Frist nämlich immer richtig. Interface vielleicht. Anzeige, Kompass. Gesundheitsbein, Symbole, Nachrichten. Krass. Gibt's ja alles für. Video vielleicht. Musik an. Streaming-Modus. Das ist ja mal nein. Danke, liebes. Auch zu Text. Ich sehe die Untertitel gerne aus. Würde ich gar nicht ausmachen. Das ist eine sehr gute Option übrigens. Ja, Untertitel. Was hast du jetzt eigentlich gemacht? Jetzt ausrüsten. So viele Leute wie möglich retten. Okay. Ein Hund, Dreirad freigeschaltet. Ich gehe zu einer Handelwechsel im Spiel, um das Fahrzeug zu erhalten. Oh, okay. Wir müssen den Waggon mit den Waffen finden. Verabschiedung, Thomas. Noch nie fiel es mir so schwer, etwas zu schreiben, aber es muss sein. Nach dem Auftrag in Hope County bin ich raus. Dieses Mädchen ist monatelang zu Fuß unterwegs gewesen, nur um Hilfe zu finden. Sie hat uns erzählt, ihre Heimat wäre ein Kriegsgebiet und könnte die furchtbaren Dinge kaum beschreiben, die sie gesehen hatte. Ich glaube, du bist sehr von deinen Ambitionen geblendet, um die Gefahr zu erkennen, in die wir uns begeben. Du hast mein Leben gerettet und ich werde immer dankbar für unsere gemeinsame Zeit sein. Es tut mir leid, wenn ich eine Enttäuschung darstelle. Dein Garrett Barnes. Okay, also Garrett Barnes möchte die Truppe verlassen. Hm. Hilfe. Bis jetzt? Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich verschwinden. Ja, aber ich dachte, wir suchen Waffen. Hier lang, Barnes. Bleib beim Kämpfen. Wir sollten alles abschreiben und fliehen. Wir bleiben. Wir können noch mehr retten. So. Moin. So, da bin ich. Bin ich jetzt bald vergessen. So, das ist ein Way of No Return, ne? Okay.
Haben wir den Unfall? Weil wir müssen schon lange tot sein bei dem Qualm hier. Nur so den Ball. Das ist nur scheiße. Wie heißen wir eigentlich? Ja, tschüss rechter Monitor. Geht die Cam gar nicht? Mal gucken. Und theoretisch müsste an sein. Wenn der rechte Monitor... aber nicht. Er hat gerade keine Lust. Ah, Monitor, jetzt? Ne. Die Cam scheint nicht zu gehen. Ja, ja. Meine Schwester und ich kommen jetzt zu euch. Ein Sandsturm zieht auf. Wenn wir auf den treffen, haben wir richtig Probleme. Wir müssen weiter. Also, theoretisch müsste die Kamera an. Das Overlay wird nie angezeigt. Was ist denn? Wer benimmt denn der hier? Hallo. Der hat irgendwie nichts mehr übernommen. Aber ist jetzt der Bildschirm in der Mitte ab. Ist eigentlich so. Genau. Okay. Weiß nicht, was er jetzt hatte. Okay, dann kann ich die Vorschau jetzt wieder. Ja, merkwürdig. Okay. Und tschüss, Monitor. Da machen wir wieder aus. Nervig. Aber ich will mir eigentlich auch keinen neuen kaufen, weil theoretisch ist der noch völlig in Ordnung. Das ist halt nur gut. Der Adapter oben geworfen, das war. Und meine Sprengkapseln hier. Ganz schön laut, ne? Und wo wollen alle, die gerade dazugekommen sind? Freut mich, dass ihr einschaltet. Ich kann einschalten zum Abschalten. Alles in aller Ruhe, ja? Was war das? Schild verwenden. Ey! Cool. Ja, haben uns erstmal angezündet. Ich muss gleich mal direkt. Das Wasser muss ich immer machen. Allgemein. Helikopter. Im Boden. Ja, das ist eine coole Steuerung. Also eine coole Ansicht. Echt gut gemacht. Das jetzt so auf Z. Okay. Tut bestimmt weh. Warte, muss ich. Den Trümmern muss es irgendwas Nützliches geben. Also nur den Kupfer. Herr Palme. Das ist sehr gefährlich. Die Highwaymen könnten jederzeit zurückkommen. Was
müssen den Waggon mit den Waffen finden und uns besser ausrüsten. Wer lebt da noch jemand? Okay, okay, komm. Ich bin mir nur sicher, das war eine männliche Stimme, die da gerade gejammert hat, oder? Arschloch. Fuck.